An mich wurde eine kleine Coding-Challenge herangetragen, und zwar geht es um überschneidende Zeitfenster, wo es darum geht, welche Zeiten gibt es und die überschneiden sich in verschiedenen Teams und was sind die eigentlichen Nettozeiten, also die Überschneidungen rausbekommen. Das ist irgendwie genau das Gegenteil von dem, was man auch häufig hat, nämlich finde ein gemeinsames Zeitfenster für Termine, wo noch frei ist, um einen Terminvorschlag zu machen. Aber auch die umgedrehte Variante ist durchaus spannend und wir schauen uns hier mal die konzeptionelle Lösung zu dem Thema an. Also gegeben ist eine Datei mit entsprechenden Werten von verschiedenen Teams mit irgendeinem Fehlertext und entsprechend kommt und geht. Und hier kann es, also daraus berechnet man sich eine Dauer und hier kann es eben zu Überschneidungen kommen. Ja, also gekommen zum gleichen Zeitpunkt, gegangen etwas später, ignorieren wir mal die Werte hier und dann könnte es hier zu Überschneidungen kommen. Und jetzt geht es um die Nettozeit der einzelnen Teams, würde ich mal sagen. Und wie immer beim Programmieren würde ich mal empfehlen, das Thema in kleine Schritte zu zerlegen. Also mach aus dem großen Problem ein kleines Problem. Das heißt, lösen wir es nicht gleich für alle Teams, lösen wir es mal für ein Team. Also, wir schauen uns nur die Werte von einem Team an und dann interessiert uns eigentlich der Fehlertext nicht, geschweige denn das Team. Das heißt, wenn wir so eine Liste haben, dann ist die Frage, wie machen wir denn das? Also, das sind mal die wesentlichen Infos. Wie kommt man zum einzelnen Team? Man gruppiert einfach in der Datenbank oder mit Link oder wie auch immer, und löst es dann für dieses Teilproblem, also einmal filtern. Und dann sieht das ungefähr so aus. Also wir haben hier zum Beispiel einmal eine Zeitspanne mit 2 Minuten, einmal eine Zeitspanne mit 5 Minuten. Wer in Summe aufaddiert eigentlich 7 Minuten, aber durch die Überschneidung haben wir nur 6 Minuten Nettozeit. Gesucht ist also die Nettozeit. In diesem Fall hätten wir mehrere Überschneidungen natürlich gegeben. Die 7 Minuten ist die Nettozeit und die ist gesucht. Und jetzt sehen wir uns an, wie können wir das lösen? Welche Überlegungen gibt es dazu, um dem Thema auf die Schliche zu kommen? So, dann wollen wir das Thema mal uns grob ansehen. Wie würden wir das algorithmisch machen? Also ein Time Window oder Time Entry, wie auch immer wir diese Klasse nennen wollen, da ist mal das Wesentliche drin, und zwar ein Public Datetime Start GetSet und Public Datetime End GetSet. Natürlich sind da auch noch Infos dann drinnen wie Team etc. etc. Indem uns die Bruttozeit nicht interessiert, war es das eigentlich schon mal. Ja? Additional, like, Team etc. würde hier noch reinkommen. So, also wir haben Start, wir haben Ende, jetzt gibt es mehrere Zeitwindows, die wir dann irgendwie reduzieren wollen auf das, was wir brauchen. Um das Ganze etwas netter zu machen, würde ich sagen, wir machen ein paar Unit-Tests gleich, machen das Ganze Test-Driven Development, wo wir dann ein paar Testfälle haben, die uns zeigen, dass das so dann auch hoffentlich funktioniert. Und zwar nehmen wir die Testfälle, die ich da in dem Screenshot erhalten habe. So, wir machen hier mal eine Extension Method für das Time Window Array. Dieses Time Window Array ist dann sozusagen alle Zeitfenster von einem Team und diese Extension Method, CalConnectTime, können wir dann auf so ein Array anwenden und liefert uns dann das entsprechende Timespan. Timespan beinhaltet ja dann sozusagen ein Zeitintervall, ja, Tage, Minuten, Stunden, Sekunden und solche Sachen. Also kein Datum, sondern ein ja, Zeitintervall sozusagen. Vielleicht können wir auch hier statt den Date Times nur mit Timespan arbeiten. Wäre eine gute Idee, muss ich wohl umschreiben, dann brauchen wir ein bisschen weniger Werte angeben.
Also was wir hier haben, das ist eben die erste Variante, wo wir hier ein Zeitfenster haben mit 2 Minuten. Allerdings dieses Zeitfenster hier fängt 1 Minute später an und dauert 5 Minuten. Das heißt, in Summe würden wir gehen von 0 nach 6 und hätten dann demnach ein Zeitfenster von 6 Minuten. Auch wenn ich die Nettozeiten zusammenzahle, also die Zeiten hier, hätte ich 2 Minuten plus 5 Minuten wären 7. Ist es aber nicht. Also das erste Beispiel, das wäre der Unit-Test dazu. Und weil es so schön ist, damit wir weniger Fehler machen, machen wir gleich Folgendes. Wir machen hier mal kurz Copy and Paste, um einfach auch diese 2 Zeiten umzudrehen, um nicht in den Fehler zu laufen, dass sozusagen die erste Zeit die Startzeit sein muss. Okay? So, Steuerung KD, das haben wir natürlich schon. Brauchen wir nicht neu definieren. Das Result haben wir schon. Brauchen wir nicht neu definieren. So, noch ein bisschen formatieren und dann noch ein paar Unit-Tests gemacht für die anderen Fälle und dann geht es auch schon los mit dem Programmieren. So, das waren jetzt die Szenarien, die ich im Screenshot hatte. Ein Szenario fehlt mir noch, das würde ich natürlich auch noch gerne machen, nämlich die Sache, dass wir sagen, wir haben wirklich 2 Fenster, die sich nicht überschneiden, die wir ja auch berechnen können müssen. Also teilweise überschneiden sie sich und teilweise vielleicht nicht. Also Szenario 4, wir starten um 8, geht bis 8 Uhr 4, haben eine Überschneidung, wo wir sagen, okay, geht von 8 Uhr bis 8 Uhr 1, diese Überschneidung dürfte ja nicht zählen. Aber das gleiche Team hat hier noch etwas, und zwar von 8 Uhr 7 bis 8 Uhr whatever 10 oder bis 8 Uhr 10. So, dann hätten wir von 8 Uhr 4 bis hier, das wäre eine Überschneidung, die dürfte nicht zählen. Die machen wir sogar so, also so ein Subteil. So, 8 Uhr 1 bis 8 Uhr 2, das heißt, das sind 4 Minuten, das sind 3 Minuten, wäre in Summe wieder 7 Minuten. Außerdem geben wir hier noch was dazu. Nein, brauchen wir nicht. Okay. Gut, dann haben wir jetzt ein paar Unit-Tests. Die können wir natürlich alle ausführen, nachdem wir mal kompiliert haben. Und dann wird natürlich kein einziger dieser Tests funktionieren. Strichpunkt expected. Wird kein einziger Test funktionieren, weil wir ja noch keine Implementierung gemacht haben. So, einmal kurz Play gedrückt. Yes, yes, yes. Szenario 1 bis 4. Und die Unit-Tests werden, genau, fehlschlagen. Also Zeit, um mit dem Programmieren zu beginnen. So, mal kurz überlegen. Das erste, was wir vielleicht machen sollten, ist diese Time-Windows, die wir hier bekommen, mal sortieren nach dem Startzeitpunkt, dass sicher mal die Reihenfolge passt. Also, var list ist gleich Time Windows order by window.start to list. So, jetzt haben wir eine Liste mit den Zeitfenstern, die mal sortiert ist nach dem Startzeitpunkt. Und jetzt ist die Grundidee folgende, dass wir ein Element nehmen, das erste ist sicher das, was am frühesten startet, und uns das nächste Element in der Liste ansehen. Wenn uns das nächste Element gefällt, sprich, also wir vergleichen den Endzeitpunkt und wenn wir hier eine Überschneidung haben, dann werden wir weiterschauen. Mal kurz überlegen, wie ich das lösen könnte. Gut, also die Liste brauchen wir vielleicht nicht. Machen wir noch ein Fallback, wenn TimeWindows gleich null oder TimeWindows.length kleiner gleich null ist, return new timespan. So, dann haben wir mal keine Fehler, wobei Exception Handling auf das pfeifen jetzt mal kurz. So, wir würden sagen, wir gehen jetzt Element durch. Wir haben sortiert nach dem Beginnenden. Okay, dann machen wir was wie eine List von Time Window. Time Window, Time Window. Wir wollen eine Liste machen for calc. Ja, das sind die, wo wir jetzt wirklich die Nettozeiten berechnen wollen. Für die anderen wollen wir es nicht. Und dann ja, geben wir etwas, was geben wir her? Time Windows.length, no
timewindows.length, je nachdem wie groß die Datei ist. Okay, also passt. So, dann nehmen wir ein Time Window her. Current ist gleich list first, also das erste Element. Merken wir uns mal, das sehen wir uns jetzt mal an. Und jetzt gehen wir alle zukünftigen Elemente durch. For int i gleich 1, i kleiner list.length count. Machen wir hier trotzdem ein toArray, toArray, was egal ist, so. Und length i plus plus und dann machen wir hier noch list an der Stelle 0, dann ist es auch vielleicht einfacher, egal. So, und jetzt haben wir folgendes. In diesem current ist das erste Element, wir vergleichen das mit dem zweiten und zwar schauen wir, ob im current das Ende kleiner ist als list an der Stelle i.start. Denn dann gibt es keine Überschneidung und keine Überschneidung heißt, wir können dieses Element, das aktuelle, for calc hinzugeben, also wo wir dann den Timespan berechnen. Das heißt, current geht da rein und current wird zu list an der Stelle i. So, das wäre so okay. No overlap. Und jetzt haben wir else. Then Overlap. So, und im Bereich Overlap machen wir jetzt Folgendes. Wir schauen uns an. Also wir wissen, dass das Ende, der Startzeitpunkt früher ist als das Ende hier. Also übernehmen wir einfach das Ende. Das heißt, wir sagen Current.End ist gleich List an der Stelle i.Start. Na, .End. Wir mergen diesen beiden Elemente. Also wir nehmen der Start, von dem ist sicher kleiner, weil wir nach dem sortiert haben. Wir nehmen der Start und das Ende schreiben wir hier rauf. Das heißt, wir machen diesen einen Eintrag entsprechend länger und wenn es noch einen Overlap gibt, dann machen wir ihn wieder länger, wieder länger, wieder länger, bis wir das entsprechend haben und wenn wir dann fertig sind, dann machen wir das hier in dieses Forcalc rein. Jetzt kann es passieren, dass wir am Ende angekommen sind und in diese Schleife nicht mehr reingekommen sind, also müssen wir das noch prüfen. Möglicherweise bool added ist gleich false, hier sagen wir added ist gleich true und hier sagen wir added ist gleich false und dann sagen wir hier noch if not added, dann geben wir es nochmal dazu, also forcalc.add current, das müsste so eine Variante sein. So, jetzt haben wir hier in diesem forcalc eigentlich alle Elemente drinnen, wo wir überschneidungsfrei sind mit den Maximalzeiten. Das heißt, was wir jetzt noch machen müssen, ist das irgendwie aufsummieren. Ja, Link würde sich anbinden. Wie heißt das? Forcalc. Forcalc. So, wir summieren auf. So, mit Timespan Result ist gleich. So, also wir hatten Forcalc. Nein, wir brauchen einen neuen Timespan. Forcalc.sum und was wollen wir summieren? Timespan. Das sind alle Time Windows drauf mit den Timespans. Gut. Timespan.end minus Timespan.start ergibt wieder einen Timespan. Und hier können wir die Duration sagen, und zwar die Ticks. Time Windows, wo bin ich denn jetzt? Punkt. Ticks, ja, das ist die Duration. Also die Ticks tun wir aufsummieren. Diese Summe machen wir wieder einen neuen Timespan. Also Ende-Start ergibt einen Timespan. Die Ticks können wir aufsummieren. Diese können wir in einen Timespan reingeben. Und dieses Result returnen wir. Return Result. Zack, das machen wir weg und dann schauen wir mal, wie mies wir drauf sind. Was sagen die Unit-Tests? Dann geht es an die Fehlersuche. So, nur so mal der erste grobe Wurf, wie es denn sein könnte. Okay, Szenario 1, Szenario 2 funktioniert, Szenario 3 funktioniert noch nicht, weil Fehler im Unit-Test oder Fehler wo? 7 Minuten, New Timespan von 0 auf 4, wir müssten haben 7. Was liefert er uns? Er liefert uns 4. Warum liefert er uns 4? Wir haben das und das, okay, wir sortieren nach dem und müssten anschließend noch sein, order by this, then by when.end, und zwar auch erst den kleineren, dann den größeren, falls wir den gleichen Startzeitpunkt haben. So, bug fixed, möglicherweise, mal schauen.
Ja, das passt jetzt auch. Was haben wir hier? Actual to expected 7. Was haben wir hier? Also, wir haben einen Timestream von 0 bis 4. Wir haben hier von 1 bis 2. Das müsste uns egal sein, denn müsst ihr ignorieren. Und hier haben wir 3. 3 plus 4 wäre 7. Gut. Toller Fehler. Müssen wir uns anschauen. So, Breakpoint rein. Unit Test Debuggen. Test rechte Maustasten Debug. F11. Wir gehen hier rein. Wir sortieren mal die Liste. Die müsste genauso sein, wie wir sie hatten, nämlich von 0 bis 4, von 1 und 2 und von dem. So, von 0 bis 4 müsste die erste Element sein. So, wir gehen hierher. Ich habe schon eine Idee, wo der Fehler liegt. Das haben wir natürlich nicht. Wir haben hier der Current. Der Current hat ein Endtime von 4. Der hat aber ein Endtime von 2. Das dürfen wir nicht immer machen. In dem Fall haben wir so einen, der drinnen ist. Also wir müssen nur sagen, das dürfen wir nur machen, wenn die Current End kleiner ist als List an der Stelle i.end. Dann dürfen wir das machen, ansonsten lieber nicht. So, wieder alle Unit-Tests ausgeführt. Der passt immer noch nicht. Aktuell 4, expected 7. So, if not added, added is true. If not added, added current. Okay, nochmal durch die Banken, mal schauen. Vielleicht gibt es noch einen, oder offensichtlich gibt es noch einen Fehler. So, dup, 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 F11. Bam, 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 bam. So, wir gehen hier drüber. Wir haben hier einen neuen, also tun wir den Current in die Liste rein. Das ist ja von 0 bis 4. Der Current, der neue Current ist jetzt von 7 und 10. Ah, und jetzt geht der nicht mehr rein. Das ist natürlich Blödsinn. Ja, wir müssen hier, dann brauchen wir das eigentlich nicht so. Machen wir das weg, wird der Code etwas kürzer. Das Edit brauchen wir nicht, weil wir den letzten ja auch reingeben müssen. Also wir müssen auf jeden Fall den letzten reingeben. Und voilà, alles geht. Ja. Ich würde sagen, Challenge accepted und completed. So, also, so kommen wir zu den Netto-Zeiten als Extension Method. Wenn es Werte gibt, ja, wenn er gleich 0 wäre. Ja, dann geht sowieso nicht. Eigentlich muss er nicht nur gleich 0 sein, er muss größer 0 sein. Ja, hier haben wir noch ein bisschen fehlerbehaftet, denn sonst können wir hier auf 0 nicht zugreifen. Egal. Also wenn nur ein Element drin ist, das musst du dir noch anschauen. So, oder bei, dann bei dem. Dadurch werden sie sortiert, dass immer die ersten und die dann auch am ersten enden, wenn beide gleichzeitig starten, in der richtigen Reihenfolge sind. Dann gehen wir jedes Element durch und wir zehren sozusagen, wenn wir eine Überlappung haben, die kleiner ist, dann lassen wir es gehen. Und wenn wir, ich zeige euch die Grafiken. Also, wenn wir das hier haben, dann ist das erste Element das Current, das wäre das zweite Zeitfenster, nachdem ist schon mal sortiert. Also, wir beginnen beim Start, die zwei beginnen zum gleichen Zeitpunkt, also kommt noch als erstes das kürzeste dran. Dann das zweite, das ist das Or dabei, entsprechend, das machen wir das draus. So, und jetzt ist das das Current, das wären die weiteren Zeitfenster, die in diesem Array drinnen sind zum Beispiel. Also das gelbe wäre das Current, dann nimmt er das nächste und das Current wird mit dem Endzeitpunkt verlängert. Dann nimmt er das nächste Element in der Schleife und sagt, okay, ich ende aber schon später als dieses, das heißt, das muss so ein Element dazwischen sein, das kann ich komplett ignorieren. Dann kommt er zum nächsten Zeitfenster und dieses Element würde er jetzt in diese Forkalkulate reingeben, weil das nächste Zeitfenster hier viel später startet. Und also nimmt er wieder das als Current her und dann geht er wieder her, nimmt das nächste Element, sagt, okay, dieses endet später und das sind jetzt die zwei Elemente, die er vor Calculation hat sozusagen und die tut er dann noch entsprechend aufsummieren und so bekommen wir auf die Nettozeit. Also, das zu der Challenge über die Time Windows. Gibt es elegantere Lösungen? Ganz bestimmt, möglicherweise der Code ist nicht besonders lang, ist nicht besonders durchdacht, ist einfach nur ganz kurz, wie es gehen würde, auf die schnellste Art und Weise. Ein Mini-Prototyp, ein Test-Driven Development, erste Unit-Tests schreiben, dann kommt man auch auf die einzelnen Fehler dran. Natürlich ist das nicht vollständig, wie gesagt, wenn es nur ein Element gibt, dann haben wir hier noch einen Fehler, weil wir das nicht berücksichtigen. Aber gut, ja,
Das können wir noch machen und dann ist aber gut. Also if time windows length gleich gleich 1, dann return new time span mit time windows an der Stelle 0.end minus time windows an der Stelle 0.start. Nö, end.subtract müsste eigentlich gehen, liefert einen Timespan, genau. Tipp, so, Strichpunkt. So. Dann liefert der schon einen Timespan, brauchen wir das nicht mehr. So, jetzt das. Aber gut. Na dann, viel Spaß beim selber ausprobieren. Und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da.